Hallo Deutschland, willkommen liebe Zuschauer. 1,4 Promille soll Jan-Ulrich gehabt haben. Er selbst hat mittlerweile auch zugegeben, dass tatsächlich Alkohol im Spiel war. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, den der Ex-Radprofi verursacht hat. Seine spontane Reaktion, mein Gott, das kann jedem mal passieren. Heute Nachmittag dann aber rudert er kräftig zurück, spricht von einem Riesenfehler. Der Unfall ist auch gleich Thema bei Leute heute. Gekracht hat es auch auf der A1. Mal wieder, muss man sagen. In letzter Zeit gab es bei Bremen immer wieder heftige Unfälle, gerade mit Lastern. Gestern Abend dreht sich ein Tankzug um die eigene Achse, kippt um und fängt Feuer. Einmal richtig voll tanken, das wird zwar immer teurer, aber 300 Euro für eine Ladung Diesel, das muss dann schon ein besonders großer Tank sein. War es auch. Nur bezahlt hat der junge Mann nicht. Der dreiste Dieseldieb hat den Tank seines PKWs extra vergrößert, richtig schön vollgetankt und ist dann einfach davon gerauscht. Die Polizei sucht jetzt nach ihm. Ein tödlicher Unfall hat sich heute Morgen in der Nähe von Nürnberg ereignet. Ein LKW fährt samt Autotransporter über ein Bahngleis und bleibt an den Gleisen hängen. Kein Vor, kein Zurück. In dem Moment rast eine Diesellok auf den Laster zu. Hatte da jemand Langeweile und hat deswegen andere in Lebensgefahr gebracht? Der oder die Täter spannen ein Kabel quer über eine Fahrradstrecke in Rheinland-Pfalz. Einfach so. Für Radfahrer auf dem abschüssigen Weg ist das Kabel nicht gleich sichtbar. Es wird zur Lebensgefahr für zwei Mountainbiker, die in die Falle hineinrasen. Tja, gerade jetzt im Frühling und dann im Sommer. Ist doch ganz schön momentan draußen, oder? Richtiges Sommerwetter in den letzten Tagen. Aber warum Sie gerade an den heißen Tagen zum Beispiel Bauchweh bekommen könnten? Vielleicht, weil Sie sich auch an eine Regel halten, die eigentlich völlig falsch ist. Wir zeigen Ihnen jetzt mal ein paar dieser Sommermythen. Vera Dallmann verrät Ihnen, welche richtig und welche total falsch sind. Ja, drücken wir die Daumen. Vielen Dank, Vera. Jetzt sind wir alle gewappnet für die kommenden Monate. Anderes Thema, liebe Zuschauer. Ein Jahr ist es her, dass diese spektakuläre Meldung uns aus den USA erreicht. Drei Mädchen waren 11 Jahre lang gefangen im Keller eines Kidnappers. Eine von ihnen, Michelle Knight. Jahrelang wurde auch sie von ihrem Peiniger geschlagen, vergewaltigt und gedemütigt. Unser Kollege von Aktenzeichen XY, Rudi Zerne, hat sie jetzt besucht. Ein Jahr, nachdem ihr die Flucht gelang. Die Spezialausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst, also heute Abend um 20.15 Uhr live hier im Zweiten. Ja, und jetzt ein Phänomen. Ein Name, der Geburtstag feiert und in den letzten 60 Jahren vor allem Frauenherzen hat höher schlagen lassen. Mit Beauty, Mode, Rezepten. Die Zeitschrift Brigitte. Aber die berühmte Brigitte Diät zum Beispiel, die kann auch männlichen Wesen helfen. 6 Jahrzehnte Brigitte also. Klar, dass da ziemlich treue Fans zusammenkommen. In einem Gebäude wohnen, das zum Weltkulturerbe gehört. Diese Uhu-Familie aus Hildesheim hat sich den Wunsch erfüllt und wohnt im Dom, ganz oben im Glockenturm. Aber jetzt überschattet ein Schicksalsschlag das Glück der Familie. Ihr Jüngster ist aus dem Nest gefallen. Ende gut, alles gut. So, wir von Hallo Deutschland verabschieden uns und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Hier kommt Karen Webb mit Leute heute.